So, willkommen zu einem Video zum Thema Schwingungen. Wir sehen hier, ich habe das vorbereitet, eine Federschwingung, wo eine Masse an einer Feder, Zugfeder, aufgehängt ist. Und die Schwingung dieser Feder, die wir jetzt beobachten können, über solche Schwingungen möchte ich ein bisschen mehr sprechen. Die Situation ist so, dass wir ja die Schwingung anstoßen mussten, dass sie überhaupt läuft. Wenn ich hier am Anfang den Zustand des Gleichgewichts suche, jetzt passiert gar nichts. Das Gleichgewicht ist auch stabil, das heißt, wenn ich da mit einer Kraft störe, spüre ich, wie die Kraft retour treibt. Auch in der Richtung ist dann die Schwerkraft größer als die Federkraft, das heißt, es gibt auch eine Kraft nach unten. Das heißt, diese Gleichgewichtslage ist eine stabile Gleichgewichtslage, die Kräfte führen immer auf diese Ruhelage zu. Und wenn ich das störe, sehen Sie, dann fängt es an zu schwingen. Wie schnell es schwingt, hängt davon ab, also mit welcher Frequenz es schwingt, hängt davon ab, wie stark die Feder ist, aber auch wie groß die Masse ist. Und zuerst möchte ich mal die Feder kurz diskutieren, schauen, wie denn die Feder eigentlich reagiert auf Belastungen. Es gibt die Möglichkeit zur Federn, zu benutzen als Kraftmesser. Ich habe hier so ein Kraftmesser, eine sogenannte Federwaage, wo ich direkt ablesen kann, welche Kraft ich jetzt da appliziere, um das auszuziehen. Gibt mir also da aus der Distanz von der Ruhelage direkt ein Maß für die Newton, die Anzahl Newton, mit der ich da ziehe. Solche Federn, die diese Eigenschaft haben, dass die Auslenkung proportional zur Kraft ist, die dafür notwendig ist, das nennt man Hooksche Federn. Hook ist das ist ein Begriff für solche Kräfte, die proportional zur Auslenkung sind und rücktreibend. Und hier können wir kurz verifizieren, dass das auch eine Hooksche Feder ist. Ich muss hier vielleicht mal die Massen wegnehmen. Ich habe jetzt hier nur mit dieser kleinen Masse von 100 Gramm den Maßstab daneben, da sehen wir, dass jetzt im Moment die Masse etwa bei 0 ist, der untere Teil der Masse. Ich habe hier auch noch die Schwerkraft, die das Ganze nach unten zieht, und ich kann die Schwerkraft benutzen, um diese Belastung der Feder zu vergrößern. Jetzt im Moment sind wir also bei 0. Wenn wir da jetzt 100 Gramm dazulegen, also etwa 1 Newton mehr zulegen, ist die Feder dann hier bei 10 cm. Nochmals, kann dazulegen, also etwa 1 Newton, dann haben wir 20 cm ungefähr. Und das können wir so weitermachen, da kann man ein weiteres 100 Gramm Gewicht dranhängen. Dann geht es auf 30 runter. Das könnte man genauer messen, als jetzt hier da rein durch die, mit der Kamera. Aber diese Feder ist, wie man sagt, auch eine Hooksche Feder. Die Federkonstante, also die Härte der Feder, wird mit der federkonstanten K bezeichnet, eine Hooksche Feder. Wir haben das Gesetz, dass die Federkraft FF eine Konstante K mal die Auslenkung Y, ich nenne das Y hier, ist. Die Federkraft ist entgegengesetzt zur Auslenkung. Wenn ich nach oben gehe, ist die Federkraft nach unten und umgekehrt. Und deshalb können wir sagen, dass diese Federkonstante in diesem Fall, wie wir das gemessen haben, K, ist also vom Betrag her die Federkraft durch Y. Das Vorzeichen dazu nehmen, ist es so. Wir haben jetzt ungefähr 1 Newton jeweils pro 0,1 Meter gemessen, 10 cm, das heißt, wir haben jetzt ungefähr 10 Newton pro Meter. Das werden wir sehen. Das wäre unsere Federkonstante, 10 Newton pro Meter für diese Feder, die wir jetzt hier als Beispiel haben. Jetzt, in diesem Fall ist die Feder nur auf Zug belastbar. Das heißt, wenn ich möchte, dass die Federkraft auch in der oberhalb der Ruhelage nach unten wird, muss ich jetzt hier die Gewichtskraft hinzunehmen und mit dieser Gewichtskraft habe ich die Ruhelage nach unten versetzt. Die
Gewichtskraft wirkt dauernd nach unten, die Federkraft wirkt nach oben, jetzt in dem Fall, was ich gleich unter Zug steht, ist also hier nach oben mich bewege, ist die Gewichtskraft immer noch gleich groß, aber die Federkraft ist kleiner geworden. Das heißt, die Nettokraft zeigt nach unten. Und genauso in der Gegenrichtung, wenn ich nach unten gehe, wirkt die Gewichtskraft nach unten nach wie vor gleich groß, aber die Federkraft ist dann stärker geworden. Das heißt, die resultierende Kraft weist dann nach oben. Das ist eine kleine Schwierigkeit bei solchen Federn, die im Schwerkraftfeld wirken, dass da ja die Schwerkraft dem Ganzen noch eine gewisse Vorspannung gibt. Aber sonst, wenn man das mal beachtet hat, dass die Vorspannung da eine neue Ruhelage erzeugt, dann kann man sagen, dass hier jetzt ein rein Hooksches Kraftprinzip gilt, dass also die Kraft immer rücktreibend ist zur Gleichgewichtslage und somit eine Schwingung entstehen kann. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eine Trägheit da ist, welche dann die Ruhelage, wenn sie mal erreicht ist, überschießt und hinuntergeht zur nächsten Extremlage und dann, wenn es zurückgeht wegen der Federkraft und die Ruhelage eigentlich erreicht wäre, also eigentlich Gewicht, also eigentlich Kräftefreiheit herrscht, ist die Trägheit noch da und bringt das Ganze wieder in die andere Position. Es gibt auch Federn, die auf Zug und auf Druck belastbar sind. Hier ist so eine. Die kann ich ziehen, da spüre ich die Kraft, ich kann sie aber auch drücken, da spüre ich die gleich große Kraft. Und da könnte man dann problemlos so ein Pendel, so ein Federpendel auch horizontal schwingen lassen, weil sie eben auch auf Druck reagiert. Und so eine Feder, die nur auf Zug reagiert, müsste man mit der Gewichtskraft zusammen dann wirken lassen. Jetzt machen wir eine kurze Überlegung. Wenn ich so eine Schwingung mal angestoßen habe, dann muss ich dafür ja Energie reinstecken. Ich muss die Feder spannen, so, dass sie nach unten geht, und beim Spannen leiste ich Arbeit, Spannarbeit. Und diese Spannarbeit, die ich da reingesteckt habe, ist jetzt da drin gespeichert. Wenn ich das Ganze nachher laufen lasse, ist diese Energie, diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe, in der Feder drin. Die Feder ist ein System, das Energieerhaltung gibt. Jetzt habe ich also keine weiteren Energiezufuhren oder Abfuhren mehr im Einsatz. Das heißt, die Gesamtenergie muss jetzt hier so groß sein wie die Arbeit, die ich am Anfang reingesteckt habe. Und diese Arbeit wollen wir uns ganz kurz anschauen. Arbeit ist ja einfach gesagt Kraft mal Weg. Jetzt in dem Fall, wenn wir da eine Feder spannen, dann ist es ja so, dass die Kraft proportional zum Weg danach zunimmt. Wenn ich mal kurz das Hooksche Kraftgesetz nochmals auftrage, so wie man es meistens macht, nämlich das Y, Auslenkung nach rechts, und die Kraft F der Feder da nach oben, dann ist das Hooksche Kraftgesetz ein Gesetz, das sagt, dass eben Kraft und Auslenkung proportional zueinander sind, und zwar mit dem Minuszeichen geht es da eigentlich nach unten. Wenn ich die Arbeit berechnen will, dann muss ich ja selbst diese Federkraft überwinden. Also meine Hand oder meine Hand zum Beispiel drückt jetzt da nach unten in Richtung des Weges, und die Federkraft weist nach oben. Das heißt, für die Hand, die da die Arbeit verrichtet, ist eigentlich die Federkraft zu überwinden. Also das ist gerade das Negative von dieser Hooksche Federkraft, das wäre die Handkraft. Sagen wir jetzt mal. Und der die Feder nach unten gedrückt werden muss. Wenn ich jetzt da eine gewisse Strecke, zum Beispiel bis zu einer Amplitude A, so nenne ich das jetzt mal, die Feder ausziehe, dann ist die Arbeit, die ich dabei verrichte, in der Mechanik ja Kraft mal Weg, oder genauer gesagt, das Integral von der Kraft mal diese Wegelemente, das war die Handkraft, mit der ich also die Arbeit verrichte, von 0 bis A. Jetzt dieses Integral ist eigentlich die Fläche unter dieser Kraftkurve entlang der Y-Achse. Das heißt, wir können sagen, das ist direkt diese Fläche hier. Und die ist im Fall des Hooksschen Federgesetzes ja einfach durch diese Gerade oben begrenzt. Das geht nicht irgendwie da kompliziert nach oben, nach unten. Deshalb können wir sagen, die Fläche ist einfach die Dreiecksfläche, also Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist A, die Höhe ist eigentlich Hooksche Federgesetz A mal K.
unterscheiden können. Diese Fläche, die die Arbeit bedeutet, die Spannarbeit, die ist einfach A mal H mal A und dann halbe, weil wir das Dreieck haben. Also K mal A mal A, das gibt K mal A Quadrat halbe. Das ist die Spannarbeit, die ich reinstecke, bis die Feder bei der Amplitude A ist. Und danach überlasse ich ja die Feder sich selbst, das heißt, ich führe dann keine Arbeit mehr zu und jetzt ist diese Arbeit da drin gespeichert. Als nächstes möchte ich gerne über die Schwingung selbst sprechen, nämlich wie die abläuft. Sie sehen ja ungefähr, es geht da periodisch hoch und runter. Und wie man die Bewegungsgleichung der Schwingung ermitteln kann und wie das dann auch wieder mit dieser Energie zusammenhängt, die wir jetzt ausgerechnet haben. Also ich verlasse mal kurz die Energieüberlegung. Ich komme zurück zur Federschwingung selbst. Bei dieser Hookschen Feder haben wir ja gesagt, die Kraft ist proportional zur Auslenkung und rücktreibend. Das heißt, die Kraft der Feder ist gleich minus K mal diese Auslenkung Y. Y machen wir nach oben. Und wenn wir jetzt allgemein in der Mechanik ja das Aktionsprinzip von Newton verwenden dürfen, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, können wir sagen, allgemein ist ja die Kraft, die auf einen Körper wirkt, auf eine Masse wirkt, die resultierende Kraft, gleich groß wie die Masse. Die Beschleunigung. Die Beschleunigung, das nennt man in der Kinematik, ist die zweite Ableitung der Ortskurve, der Ortszeitkurve. Die zwei können wir jetzt gleichsetzen, weil diese Federkraft soll die einzige Kraft sein, die jetzt wirksam ist. Die Schwerkraft, haben wir bereits gesagt, ist berücksichtigt, indem eine neue Ruhelage entstanden ist. Das heißt, mit dieser Gleichsetzung können wir also schreiben, minus k mal y ist m mal y2'. Oder nach y2' aufgelöst, y2' ist gleich minus k durch m mal y. Das y, das ist unsere Bewegungskurve, wo wir ja ungefähr schon sehen, wie sie aussieht, nämlich es ist eine Schwingung ungefähr wie ein Sinus. Wenn wir jetzt das Y ja suchen, das ist die Idee dabei, Y von T, möchten wir kennen, dann können wir jetzt von dieser Überlegung ausgehen, dass es eben wie ein Sinus schwingt und sagen, vermutlich ist ein Sinus ein guter Ansatz für diese Gleichung, Sinus und Cosinus, aber das sieht ja wirklich ungefähr so aus, was wir da ablaufen sehen. Diese Bewegung hier zeitlich nach rechts laufen lasse, dass ein Fahrtenschreiber quasi drunter halte, danach sehen wir, dass es wirklich etwas sinusförmig geht. Und wenn wir mit diesem Ansatz jetzt da in diese Gleichung hineingehen, y2' gleich minus k durch m mal y, und einfach mal kurz von der Mathematik her überlegen, was ein Sinus denn abgeleitet ist. Sinus einmal abgeleitet gibt Cosinus, und ein zweites Mal abgeleitet gibt es minus Sinus. Das würde bereits passen, wenn wir hier mit dem Sinus als Ansatz reingehen, weil da gibt es nach der zweiten Ableitung tatsächlich ein Minus-Sinus. Das würde also passen. Wir müssen nur kurz überlegen, was diese Federkonstante und die Masse noch für eine Rolle spielt. Ja, das ist nicht so schwierig. Masse-Ansatz y von t sei eine Amplitude a mal Sinus von Omega Winkelgeschwindigkeit auf t. Wir leiten das einmal ab, y'. Wir haben gesehen, das ist einfach der Cosinus. Und von der inneren Ableitung müssen wir noch ein Omega hinausnehmen, weil die innere Ableitung, das nach t abgeleitet, da kommt mit der Kettenregel dann ein Omega nach vor. Und wenn wir nochmals ableiten, y2' von t, kommt eben nochmals ein Omega vor, also von der inneren Ableitung, und ein Minuszeichen, weil der Cosinus minus Sinus wird. Also dann haben wir minus Omega im Quadrat mal A mal Sinus Omega T.
wir sehen, das hier, Parmasinus Omega T, war ja eigentlich genau das, was wir als Y schon eingeführt hatten. Das war der Ansatz. Und da ist einfach bei der zweiten Ableitung noch ein Minus Omega Quadrat vorgekommen. Diese Winkelgeschwindigkeit Omega, Kreisfrequenz Omega. Wenn wir das jetzt mit dieser Gleichung vergleichen, da oben, die ja von der Physik her erforderlich ist, dann sehen wir, wir müssen nur das Omega noch ersetzen oder vergleichen mit dem, was hier steht. Wenn Omega Quadrat K durch M ist, dann finden wir, dass das Omega selbst ist Wurzel aus K durch M. Wenn wir das voraussetzen, dass das Omega, die Omega ist ja 2π durch T, 2π mal F, das so groß ist, dann ist dieser Ansatz hier richtig für die Schwingung und wir können also wirklich davon ausgehen, dass wir da eine Sinusschwingung haben oder eine zeitlich verschobene Sinusschwingung, weil ja der Startzeitpunkt nur davon abhängig ist, wann wir quasi mit der Messung starten. Das könnte ja etwas später oder etwas früher anfangen. So, das wäre jetzt mal diese Bewegung, wo wir also wissen, wie das aussieht. Die Lösung heißt es jetzt, y von t ist gleich a mal Sinus von Wurzel aus k durch m mal t. Und da ist auch erlaubt eine Phasenverschiebung phi 0 oder eine Zeitverschiebung, wenn Sie so wollen, das, welche den Startmoment für diese Messung noch verschieben lässt. Okay, jetzt kommen wir zurück zu unserer Überlegung mit der Energie. Wir haben ja gesehen, dass y' ist so groß und wir wissen auch aus der Mechanik, dass y' das gleiche ist wie das V von t, die Geschwindigkeitsfunktion der Zeit. Das wird also ein Cosinus, die Geschwindigkeit. Das sehen wir dann nachher noch in einem anderen Video, wo ich die Messungen mal mache und dann wirklich die Geschwindigkeit mitmesse. Die Beschleunigung a von t ist wieder ein Sinus, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Auch das sehen wir dann in diesem separaten Experiment. Jetzt möchte ich nochmals auf die Energie zu sprechen kommen. Energie ist gespeicherte Arbeit. Arbeit, die wir reingesteckt haben am Anfang, hatten wir bereits berechnet. Die war so groß, diese Spannarbeit. Die soll ja jetzt, wie das behauptet wird, in der Mechanik konstant bleiben, diese Arbeit, die man reingesteckt hat. Und das können wir jetzt eigentlich recht gut anhand dieser Gleichung verifizieren, dass es so ist. Die Spannarbeit, wenn ich nicht ganz bis zum Ende gespannt habe, ist einfach k mal y Quadrat halbe. Also wenn ich eine Feder nicht bis zum Anschlag belaste, sondern wenn die Feder ein bisschen deformiert ist, dann heißt es, dass halt Deformationsenergie etwas kleiner ist. Also die Energie, die jetzt da in der Feder während der Schwingung drinsteckt, ist einmal die Deformationsenergie, 1/2 ky². Das ändert sich im Laufe der Zeit dauernd. Und die zweite Energieform ist natürlich die Bewegungsenergie, nämlich 1/2 mv². Die zwei Energien zusammen sollten eigentlich konstant bleiben. Weil wir jetzt die beiden Energien, die beiden y und v von t kennen, können wir das mal einfach checken, wie groß das wird. Die Gesamtenergie e total ist also die Summe aus der potenziellen Energie, der Feder, der Deformationsenergie und der kinetischen Energie, der Masse, die sich bewegt. Weil wir ja das y mittlerweile kennen, können wir das 1/2 ky² diesem y mal ausrechnen. Das wird also gleich 1/2 k mal a Quadrat mal Sinus Quadrat von Omega t. Das ist die Deformationsenergie der Feder. Und dazu kommt jetzt die kinetische Energie, 1/2 mv². Das v haben wir hier als Funktion der Zeit. Also 1/2 m a² Omega Quadrat mal Cosinus Quadrat
Freitags Abend Energie. Jetzt haben wir vorgesehen, dass Omega ja gerade die Wurzel aus K durch M ist. Das heißt, Omega Quadrat kann ich auch schreiben als K durch M. Das hier ist das gleiche K durch M. Und K durch M, da kann ich das M noch wegstreichen, dann steht am Schluss nur noch K hier. Also wenn ich die zwei Teile M mal K durch M nehme, kann ich das M wegkürzen, dann steht hier statt M mal Omega Quadrat nur noch einfach K. Das werden wir mal jetzt übernehmen. Also das und das zusammen ist einfach K. Dann haben wir also hier ein halb Ka Quadrat und hier auch ein halb Ka Quadrat. Das können wir vor die Klammer ziehen, weil es kommt hier vor und es kommt hier vor. Und es steht in der Klammer drin noch Sinus Quadrat von Omega T plus Cosinus Quadrat von Omega T. Ganz egal, was das T ist, das gibt einen Winkel, Alpha, Omega mal T, und Sinus Quadrat von einem Winkel plus Cosinus Quadrat vom gleichen Winkel, das ist in der Trigonometrie bekannt, das ist einfach 1, egal was der Winkel ist. Das ist eigentlich vom Einheitskreis her, wenn ich einen Einheitskreis anschaue und einen Winkel Alpha habe, dann ist das ja hier der Sinus im Quadrat, das hier ist der Cosinus Quadrat. Das heißt, Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist das im Quadrat nach Pythagoras und das ist ja im Einheitskreis dann 1. Das heißt, das hier ist immer 1. Wir sehen, das wird zusammen für jede Zeit, egal was das T ist, einfach ein halb Ka Quadrat oder anders gesagt, genauso groß wie die Spannarbeit, die ich am Anfang reingesteckt habe. Gesamtenergie während der Schwingung wechselt dauernd zwischen potenzieller und kinetischer Energie hin und her, aber die Summe der Energien ist zeitlich konstant. So soll es sein nach Mechanikgesetzen. Wenn wir das jetzt hier oben einzeichnen würden, diese Energien, gelb die Deformationsenergie und rot die kinetische Energie, dann ist die Deformationsenergie eben quadratisch von Epsilon abhängig. Das heißt, jetzt in dieser Darstellung müsste ich jetzt hier irgendwo ein halb Ka Quadrat eintragen, das Maximum der Energien. Oder ein Sinus Quadrat, wenn man das aufzeichnet, dann ist das ja, wenn der Sinus selbst 0 ist, ist der Sinus Quadrat dann auch 0. Da geht es etwa linear hoch, das heißt, wenn es Quadrat ist, geht es dann als Parabel hoch, irgendwie so, bis zum Maximum, dann wieder runter. Hier ist es auch negativ, und weil das ein Quadrat ist, wird das dann wieder positiv. Das heißt, wir haben dann hier diesen Anteil. Es geht so weiter. Das ist die potenzielle Energie. Gelb. Und die kinetische Energie. Nun, da können wir uns rasch den Cosinus dazu überlegen. Der Cosinus, der ja die Geschwindigkeit beschreibt, ist immer da. Nebenbei V stehen würde, ist der Cosinus, ist ja eine Kurve, die dann hier maximal ist, dann wird sie 0, dann wird sie hier beim Nulldurchgang wieder groß, aber negativ, und dann 0. Das heißt, der Cosinus Quadrat macht dann eigentlich die gleiche Bewegung, aber einfach um groß T halbe Phase verschoben. Und wir haben dann bei der Geschwindigkeitskurve, dann, also bei der kinetischen Energie, dann entsprechend sowas. Die Summe, wie wir gesehen haben, ist immer gleich groß. Die gelbe und die rote Kurve ergänzen sich immer gerade zu diesem Wert hier, der gerade ein halb Ka Quadrat ist. Also man sieht an diesem Beispiel, dass die Energieerhaltung als Funktion der Zeit auch richtig herauskommt, wie wir das erwarten würden. Wir haben hier natürlich jetzt Reibung aus dem Spiel gelassen, wenn Reibung im Spiel ist. Die ist natürlich immer da, wenn wir die Schwingung sich selbst überlassen. Dann nimmt im Laufe der Zeit diese Amplitude ab und die Energie, die dann dort auch verloren geht,
die ist dann in Form von Wärme normalerweise in der Luft oder in dem reibenden Medium entstanden, also wenn dann Wärmeenergie dazukommt. Wir wollen da vielleicht am Schluss noch eine Rechnung machen dazu, wie das aussieht mit Reibung.